Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein Horoskop für den Monat Dezember an und zum Schluss gehen wir noch auf deine Engelszahl für diesen Monat ein. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen und uns zu unterstützen, abonniere diesen Kanal kostenlos und schreibe einen Kommentar. Los geht's! Während du durch die Schütze-Saison gehst, Wassermann, erscheint die Zukunft vielversprechend und hell. Dein Terminkalender ist gefüllt mit Aktivitäten und Initiativen, die deine Ziele näher an die Realität bringen. Diese Zeit ist geprägt von sozialen Engagements und bedeutenden Fortschritten. Mit dem Beginn der Steinbock-Saison Mitte des Monats wirst du jedoch dazu neigen, dein Tempo zu drosseln und es langsamer angehen zu lassen. Der Monat beginnt am 1. Dezember mit dem Eintritt von Merkur, dem Planeten der Kommunikation, in den Steinbock. Dieser Transit kann alte Gewohnheiten oder Muster ans Licht bringen, von denen du dachtest, du hättest sie überwunden, und bietet dir die Gelegenheit, deine unterbewussten Überzeugungen zu überdenken und selbst auferlegte Beschränkungen zu beseitigen. Inmitten eines vollen Terminkalenders solltest du daran denken, Grenzen zu setzen und dir Zeit für Ruhe zu nehmen. Am 3. Dezember kann ein herausfordernder Aspekt zwischen Venus in der Waage und Pluto im Steinbock zu Spannungen zwischen dem Ausdruck deines authentischen Selbst und der Erfüllung der Erwartungen anderer führen. Die Konfrontation mit dieser Dynamik kann befreiend sein. Vielleicht musst du dich auch mit kontrollierendem Verhalten im beruflichen Umfeld auseinandersetzen. Am 4. Dezember wechselt Venus in den Skorpion, was sich positiv auf deine Karriere und dein öffentliches Image auswirkt. Diese Zeit ist günstig, um mehr Anerkennung zu erlangen und einen reibungsloseren Arbeitsablauf zu erleben. Am 9. Dezember verbessert eine günstige Konstellation zwischen Venus und Jupiter dein Berufsleben, was zu Auszeichnungen, einer Gehaltserhöhung oder einer Beförderung führen kann. Dies ist eine ermutigende Zeit für alle, die auf einen persönlichen Meilenstein hinarbeiten. Der Neumond in Schütze am 12. Dezember veranlasst dich zu einer Neubewertung deiner Beziehungen und führt dich weg von nicht wertgeschätzten Freundschaften und hin zu sinnvolleren Verbindungen. Merkurs Rückläufigkeit im Steinbock am selben Tag erinnert dich daran, deine Verpflichtungen weise zu handhaben und zu überlastenden Verpflichtungen Nein zu sagen. Intuitive Einsichten können am 18. Dezember auftauchen, wenn Merkur in Steinbock rückläufig ist und sich mit Jupiter in Stier in Einklang bringt, was dein Verständnis für komplexe Situationen vertieft. Am 20. Dezember könnten Venus im Skorpion und Uranus im Stier unerwartete Chancen oder Veränderungen in deinem öffentlichen oder beruflichen Leben bringen. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember, die durch den Eintritt der Sonne in den Steinbock gekennzeichnet ist, unterstreicht die Bedeutung von Ruhe für das Erreichen deiner Ziele. Verantwortlichkeiten können sich intensivieren und erfordern klare Grenzen. In dieser Zeit ist es außerdem wichtig, deine Intuition zu fördern und schädliche Gewohnheiten abzulegen. Klarheit und Durchbrüche kommen am 22. Dezember, wenn Sonne und Merkur im Steinbock zusammenkommen und die Bereitschaft signalisieren, neue Wege einzuschlagen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Am 25. Dezember hebt der harmonische Aspekt von Venus im Skorpion mit Neptun in den Fischen deine Kreativität hervor und sorgt für Anerkennung und Erfolg. Der Vollmond im Krebs am 26. Dezember konzentriert sich auf die Veränderung deiner täglichen Routine und den möglichen Abschluss wichtiger Projekte oder Verpflichtungen. Die Sonne in Steinbock, die sich am 27. Dezember mit Jupiter in Stier verbündet, bringt dir ein Gefühl von Sicherheit und Unterstützung, sowie die Weisheit der Vorfahren und intuitive Führung. Am selben Tag treffen Merkur und Mars in Schütze aufeinander, was neue Projekte anstößt, die Zusammenarbeit verändert und Grenzen in Beziehungen erforderlich macht. Am 28. Dezember rät Mars in Schütze im Gegensatz zu Neptun in Fische zur Vorsicht bei Finanzen und philosophischen Meinungsverschiedenheiten in deinem sozialen Umfeld.
Der Eintritt von Venus in den Schützen am 29. Dezember bringt eine Zeit der Unterstützung und der sozialen Möglichkeiten mit sich und verbessert deine Fähigkeit, deine Träume zu verwirklichen. Das Knüpfen von Kontakten in dieser Zeit kann zu erheblichen Fortschritten führen. Verfolge deine Wünsche selbstbewusst, denn diese Zeit ist förderlich für die Verwirklichung deiner Ziele. Eure Unterstützung bedeutet uns wirklich viel und macht einen großen Unterschied. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt und uns helfen möchtet, noch bessere Inhalte zu produzieren, gibt es ein paar einfache Dinge, die ihr tun könnt. Abonniert unseren Kanal, lasst einen Daumen hoch da und schreibt uns einen Kommentar. Jeder Klick, jeder Daumen hoch und jeder Kommentar hilft uns enorm. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt schauen wir uns deine Engelszahl für diesen Monat an. Du hast neulich zufällig die Zahl 212 im Kopf, während du die Wäsche gewaschen hast. Dann schaust du genau in dem Moment auf die Uhr, als es 2:12 ist. Später am Abend startest du deine Lieblingssendung und drückst dann auf Pause, um aufzustehen und dir etwas zu trinken zu holen. Du wirfst einen Blick auf die Uhrzeit auf dem Bildschirm und stellst fest, dass du schon 2:12 drin bist. Deine Augen werden groß. Das ist das dritte Mal heute, dass du 212 gesehen hast. Was hat das zu bedeuten? Will dir diese Zahl etwas sagen oder drehst du einfach durch? 212 ist eine sogenannte Engelszahl und sie hat dir etwas Wichtiges zu sagen. Was ist eine Engelszahl? Engelszahlen sind sich wiederholende Zahlen, Palindrome und wichtige persönliche Daten. Sie sind ein Symbol oder Zeichen der Unterstützung, wenn du sie am meisten brauchst. Ihre Wiederholung und die Tatsache, dass du sie genau im richtigen Moment siehst, machen sie zu Engelszahlen. Sie zeigen sich mit einer Botschaft für dich. Und jede Engelszahl hat eine andere, besondere Bedeutung, je nachdem, welche Zahl du siehst und wann du sie siehst. Was bedeutet die Engelszahl 212? Die Engelszahl 212 wird mit einem Moment des Friedens in Verbindung gebracht. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Wenn du diese Zahl siehst, ist das ein Signal für dich, dich zu entspannen und zu genießen, wo du bist. Denn die Dinge in deinem Leben werden sich bald ändern, und zwar schnell. Die Zahl 2 wird mit Vereinigung, Dualität und dem Zusammenkommen von Unterschieden assoziiert. Die Zahl 1 ist eine Gotteszahl, eine Zahl der Macht und der tiefen spirituellen Bedeutung und Verbindung. 212 ist eine Kombination aus diesen kraftvollen Energien. Sie kann eine Veränderung in deinem Liebesleben, in der Arbeitswelt, in künstlerischen oder platonischen Partnerschaften symbolisieren. Wenn du die 212 immer wieder siehst, solltest du darüber nachdenken, für welche Verbesserungen du bereit sein könntest und was du tun musst, um dich vorzubereiten, wenn ein Sturm von Möglichkeiten und rasantem Wachstum auf dich zukommt. Was bedeutet die Engelszahl 212 für die Liebe? 212 in der Liebe ist ein Symbol für die göttliche Vereinigung und erinnert uns daran, dass alle Beziehungen eine Verbindung zu etwas Unbekanntem enthalten, das größer ist als wir alle. Die Liebe ist eines der unvorhersehbarsten und tiefgründigsten Dinge, die wir erleben können. 212 erinnert uns daran, in unseren Partnerschaften präsent und engagiert zu bleiben und uns jederzeit dem Geheimnis und dem Potenzial in ihnen hinzugeben. Du weißt nie, wann sich die Dinge ändern werden, also schätze, was du jetzt hast und finde kreative Wege, um zu zeigen, wie sehr du dich kümmerst. Sei mutig in deinem Engagement und klar in deinen Absichten. Mach deinen Schritt und vertraue darauf, was als nächstes passiert. Was bedeutet die Engelszahl 212 für meine Karriere? Wenn es um die Karriere geht, dreht sich die Botschaft von 212 um Partnerschaft und Kameradschaft. Welche Unterstützung und Gemeinschaft brauchst du, um in deinem Beruf erfolgreich zu sein? Wie kannst du die Beziehungen, die du bereits durch deine Arbeit hast, stärken oder neue schaffen, die dich auf die nächste Ebene bringen?
Sei kreativ und schrecke nicht davor zurück, um das zu bitten, was du brauchst. Denke daran, dass du mit mehr Unterstützung mehr erreichen kannst. Sag, was du für den nächsten Schritt brauchst, und schau, wer sich meldet. Was soll ich tun, wenn ich immer wieder die Engelnummer 212 sehe? Wenn 212 dich immer wieder verfolgt, wirst du zum Handeln aufgefordert. Numerologisch gesehen ergibt 212 die Zahl 2 plus 2 plus 1 gleich 5, die Zahl der Kreativität, des Feuers, der Leidenschaft und der Liebe. Wofür bist du leidenschaftlich? Wo hast du dein kreatives Potenzial noch nicht ausgeschöpft? Erlaube dir, die Person zu sein, die du sein musst, um zu bekommen, was du willst. Geh in deinem eigenen Tempo und nach deinem Geschmack voran. Dies ist deine Welt und deine Realität. Handle danach. Wir sind unglaublich dankbar für jeden von euch, der unseren Kanal unterstützt. Eure Interaktionen machen all die harte Arbeit, die wir in unsere Videos stecken, lohnenswert. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen oder eure Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Wir freuen uns schon darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, bleibt gesund und munter.